Wir werden in unserer Fraktionssitzung heute über den Stand der Sondierungsgespräche berichten und werden auch darüber berichten, wie der weitere Fortgang sein wird. Wir haben ja bisher die einzelnen Themen, die wichtig sind für die Sondierungen, herausgefiltert, sie auch in der letzten großen Sondierungsrunde vorgestellt. Und jetzt ab morgen Abend geht es dann in den kleinen Runden der Sondierungen tatsächlich zu den vertieften Gesprächen, wo wir das Papier vorbereiten, das am Ende der Sondierungen stehen soll und die Grundlage für Entscheidungen, ob es zu Koalitionsgesprächen kommt oder nicht, sein wird. Wir bereiten in dieser Fraktionssitzung natürlich auch die Konstituierung des Deutschen Bundestages morgen vor. Das wird für alle Kolleginnen und Kollegen ein besonderer Tag sein, wenn es zum ersten Mal die neue Legislaturperiode, der neue Deutsche Bundestag sich konstituiert. Und wir gehen schon von einer längeren Sitzung aus. Allein der Namensaufruf von 709 Kolleginnen und Kollegen wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Dann die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten. Ich habe in der Vorstandssitzung das gesagt und werde es nachher auch in der Fraktion sagen, was mit großem, sage ich mal, Interesse zur Kenntnis genommen wurde, dass die AfD in ihrer Fraktionssitzung einstimmig beschlossen hat, Wolfgang Schäuble nicht zu wählen, weil er die Euro-Rettungspolitik mit unterstützt hat. Das ist auf dem Hintergrund, dass man für sich selber öffentlich in Anspruch nimmt, dass der von Ihnen vorgeschlagene Kandidat als Vizepräsident natürlich zu wählen sei, ist es ein besonders bemerkenswerter Vorgang, uns mitzuteilen, dass man unseren Kandidaten auf keinen Fall wählt. Kann sich jeder vorstellen, wie das also in unserer Fraktion wirkt.